Durch zu viele Sitzen verspannen sehr gerne die Muskeln vorne im Bereich der Hüfte. Wir zeigen dir heute, wie du in drei verschiedenen Stufen der Intensität diese Bereiche etwas mobilisieren kannst. Wir nutzen dadurch einmal die Rolle, die Korkrolle von Arts Vitality und für die dritte Stufe nachher für eine sehr komplexe Übung auch noch zusätzlich den Mobility-Stab. Für die erste Übung darfst du dich gerne genau wie Henning auf den Boden begeben, deine Unterarme ablegen und ein beliebiges Bein erstmal gestreckt auf die Rolle legen. Henning nutzt hier erstmal sein rechtes Bein. Die Rolle legst du direkt an den oberen Bereich deines Oberschenkels, Übergang zum Hüftknochen, und suchst jetzt einen Punkt, der dir etwas unangenehm erscheint, der Symbolweh erzeugt, und lässt dich erstmal ganz locker auf diesen Punkt hineinsacken. Wenn du den Punkt dann hast, beginnst du genau wie Henning auch, dich über deine Unterarme langsam nach vorne und nach hinten zu bewegen. Für die zweite Stufe der Mobilität bringen wir jetzt noch ein bisschen mehr Bewegung in die ganze Sache. Du darfst dir wieder einen Punkt suchen, einen Punkt, der so einen Wohlweh erzeugt. Halte diesen Punkt und beginn dann, genau wie Henning hier schon so schön zeigt, dein Bein leicht zu bewegen, indem du es beugst und streckst. Und dadurch bringen wir noch ein bisschen mehr Bewegung in das ganze Gewebe. Im dritten Schritt empfehle ich dir auf jeden Fall, sehr dynamisch an dieser Verspannung in der Vorderseite zu arbeiten. Oftmals sind jedoch Stufen 1 und 2 unumgänglich als Basis für Stufe Nummer 3. Henning zeigt dir schon mal die Ausgangsposition und nutzt jetzt den Gymnastikstab oder Mobility Stick, hat einen Fuß vorne aufgestellt und geht immer, wie du es schön sehen kannst, in die Beugung und dann ganz dynamisch aktiv in die Streckung und bringt bei der Streckung immer das Gesäß nach vorne und streckt dadurch die Hüfte und dehnt ganz mobil und komplex den Bereich. So, du hast jetzt drei verschiedene Möglichkeiten in auch drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen kennengelernt, wie du deine Muskulatur im vorderen Hüftbereich lockern kannst. Bevor du in diese dritte dynamische Variante gehst, empfehle ich auf jeden Fall, erstmal punktuell alles zu lockern und zu mobilisieren. Solltest du dich noch für weitere Themen interessieren, schau gerne unsere anderen Videos an, und wenn du dich für Personal Training interessierst, stehen alle Informationen unten im Link.